Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von der verkürzten Limbe bei Gothic 2. Und in der letzten Folge weiß ich gar nicht mehr, was wir gemacht haben, aber heute wollen wir hier mal ein paar Sachen beschwätzen. Ich glaube nämlich, ich habe nochmal die Folgen geguckt, die ersten drei oder vier. Der saß doch, glaube ich, draußen vor der Tür. Und da wollte der mir auch schon, da wollte der mir da diesen blöden Schein da geben, damit ich in die Stadt komme. Hör auf, jetzt reden! Und dann habe ich gesagt, nö. Und er so, ihr hättet bitte doch auf die Füße fallen. Und er wollte ja eigentlich, dass ich dann den Gefallen tue. Jetzt muss ich wahrscheinlich das trotzdem machen, was sie will. Was redet ihr alle gleichzeitig? Was für eine Scheiße hier. Alter! Der erzähle ich gar nichts mehr. Boah, das ist ja schrecklich. Hier das Sarah, ich steck dir jetzt mal zu. Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kam, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich habe die ganze Zeit auf dem rechten Ohr dieses Geschwätz. Und das ist alles. Warum sind die Sätze exakt gleich lang? Das sind verschiedene Sätze, aber die sind exakt gleich lang. Oh mein Gott. Was ist das Problem mit dem? Ich bin hier da. Ich bin im toten Winkel. Ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Arkils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Ich weiß gar nicht, ich habe dir ehrlich gesagt überhaupt nicht zugehört. Wo finde ich Arkils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Arkils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Okay, dann zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Und ich soll ich dir jetzt da zustecken, oder was? Ich glaube da nicht dran. Bevor ich jetzt hier gleich mit der... Hier, warte mal. Ich könnte dir doch jetzt bestimmt hier was zustecken, oder wie, oder was? Nachricht. Andreas Brief für die Händlerin. Soll ich das mal machen? Ich mach das. Ich glaube da nicht dran. Kann ich jetzt hier confirm? Kann ich das jetzt machen? Das ist mal wieder typisch. Ich habe was anderes. Zeig mir deine Ware. Ja. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. So, ich habe der das jetzt zugesteckt. Also. Das darfst du keinem erzählen. Hast du nicht einen Job zu erledigen? Schieb Sarah Flackert erst den Brief unter, dann verpfeifst du sie bei André. Ach so, ich soll. Und versuche nicht, mich reinzulegen. Das würdest du bereuen. Deine Fresse! Bei wem? Wo soll ich denn da hin? Der André. Ich muss mal an den André denken. Aber das ist was anderes. Da kann ich eigentlich mal ruhig Werbung für machen. Da gibt es ganz günstige, gebrauchte Spiele. Wie für die Konsolen. Oder Filme und Musik und so weiter. Das kann man ruhig mal sagen, wa? Ich kriege dafür kein Geld. Die wissen halt nicht, dass ich das mache. Aber ich finde das gut. So, was ich sagen wollte, war, erstens, es ist kalt. Für den Juli ist es wirklich frisch. Aber Inus sah, was ich muss auf die Uhr gucken und ich muss wahrscheinlich auch hin und wieder mal hier auf Handy gucken und Nachrichten beantworten. Die Weiber da hinten, weil das war ja schrecklich, das hatte ich auch noch nie. Immer wieder was Neues. Jetzt muss ich zum André. Und hier flackert es immer mal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das nervt ein bisschen. Bist du das? Nee. Wo ist denn hier? Ich suche den André. Haben Sie den André gesehen? Gibt hier ein Bällebad. Ich habe gehört, der André ist gerne ein Bällebad. Ich würde da gerne mal nachgucken. Dem Laris, dem sollte ich ja auch. Da sollte ich ja auch mal hingehen. Wo ist denn der André?
Hier, das Questlog. Och, das Flackern. Was ist da los, Mann? Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Vielleicht, weil ich OBS nicht minimiert habe, aber das mal. Ist halt jetzt so. Kantas Gefallen. Kanta hat mir eine Waffe versprochen dafür, dass ich ihm einen Gefallen tue. Ich soll der Händlerin Sarah einen Brief unterschieben, der sie belastet, an ohne Waffen zu liefern. Dann soll ich sie bei Lord André verpfeifen. Aber wo ist dieser verfügte Fall? Lalala. Und die Wassermagier. Achso, na gut, dann halt nicht. Der Segen der Götter. Batras, der Wassermagier, hat mich gesegnet. Dann war da noch was mit dem Laris. Irgendwas war noch mit dem Laris. Wer denn zu Corinnes? Der ist mit dem, ja, der Weg ins obere Viertel. Ich weiß aber jetzt nämlich, wo Laris ist. Mit dem habe ich ganz am Anfang geschwätzt. Ja, irgendwo muss ich auch noch eine Weinflasche herkriegen. Wenn ich die Banditen sah, das sehe ich, werden sie mir auf dem Hof dankbar sein. Da rede ich auch noch mal mit dem Lobart. Der Ring des Wassers. Zu den mächtigen Gemeinschaften gehören sie am Feuermagier, die Miliz und die Söldner auf dem Ruf des Großbauern. Lollhaken vorgelassen werden muss ich. Auch nicht das Auge Innos in der Stadt Korin ist lager dein Ruf von Paladin, die verfügt über ein mächtiges Artefakt. Ach ja, das ist ja die Hauptquest. Ja, gut, weißt du was? Ich finde jetzt auf den Anhieb den André nicht. Deswegen werde ich mich jetzt auf den Weg zu jemand anderem begeben, und zwar zum Lobart. Dem will ich jetzt mal sagen, dass ich die Banditen da oben weggemacht habe. Ich habe einen Lurker weggemacht, wa? Und vielleicht zeigt er sich ja erkenntlich. In irgendeiner Form. Kriege ich hier einen Wein? Dann kaufe ich nämlich ein Wein und Wein. Griechischer Wein! Lalalala. Was kann ich für dich tun? Zeig mir da, was verkaufst du? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Wein, Fakten, Wein, Proviant, Wein, Fakten. Und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Interessiert? Ich will die knallharten Fakten. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wein könnte das sein. Essenz der Heilung, ne? Der hat keinen Wein. Du, ich brauch alles. Ich hab alles, was du. Was ist das hier für ein Händler? Das ist ein Flohmarkt allerhöchstens. Ein Flohmarktstand. Hab ich nicht einen Wein? Den muss ich bestimmt unten aus der Kaschemme holen, wa? Gut, dann gebe ich dir keinen Wein. Dann gehe ich mal unten an eine Kneipe. Ja, ich gehe erstmal unten an eine Kneipe, bevor ich zum Lobart gehe. Vielleicht treffe ich unterwegs. Soll ich dann auch direkt mit dem Laris reden? Ich bin hier total durcheinander, wa? Durcheinander. Meldor. Bürgerin, was machst du? Du betrachtest einen Kohl. Ist das wirklich wahr? Bücher, dann müsste der Laris sein. So, das ist der Laris. Aber erstmal gehe ich hier an diesem Mo-Arsch-Wichser vorbei und sag hier niemandem am Tresen, dass ich Wein haben will. Bist du das? Der arme Kerl kann einem leid tun. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Ja, habt ihr denn alle keinen Wein oder was? Doch. Einen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Bestätigen. So. Glaubst du wirklich? Ende. So, den bringe ich jetzt ein Vino. Mein Gold geht auch wieder zur Neige. Ich hatte eben noch 155, jetzt habe ich noch 105, glaube ich. Oder irgendwas in der Richtung. Dann rede ich jetzt mit Laris. Meinst du, mir geht es besser? Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Übrigens hat der gesagt, ja, hey, hier kennst du noch Lee. Ich kannte Lee gar nicht. Der war im neuen Lager und zu dem bin ich nie gegangen. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Ja, stimmt. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich. Es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Dann gib es mir und dann bringe ich es dahin, meine Fresse. Ich werde das Ornament für dich hinbringen.
Hm, ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Ja, aber jetzt ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Du musst es ja besser wissen. Was genau machst du hier im Hafen? Eben aufpassen. Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Wie soll man den Leuten so helfen? Wofür brauche ich denn die Hilfe? Ich frage mal. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Brauch kein Geld, sowas nicht. Wegen der verschwundenen Leute. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterher zu tragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Das ist eine schlimme Sache. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Der Miliz, glaube ich. Ich will, glaube ich, der Miliz. Die Miliz. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dir das gefallen würde, was? Anderen Leuten die Gesetze vorlesen, während du dir ihre Börse einsackst. Die Paladine haben am Hafen ihr Proviantlager aufgeschlagen. Der Proviantmeister dort ist ein guter Freund von mir. Vielleicht kann er ja etwas für dich tun. Sein Name ist Martin. Ich erzähl dir doch nichts. Da Martin! So, wegen der verschwundenen Leute kann es nicht aus. Wegen der verschwundenen Leute. Das war doch schon vorher. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinis, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Ist das wirklich wahr? Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Hey! Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Also ich werde da Kriminalhauptkommissar und ich finde euch alle. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Schöne Tagebucheinträge sammeln. Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten Drogen für Knattern. Wir sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Hab ich doch. So weit, so schnell wie ging. Hab ich doch gesagt. Ich kann doch einfach. Ja, hier übrigens war Ring des Wassers. Soll ich jetzt alle anderen Gedanken noch, die eventuell irgendwann mal in der Zukunft relevant sein könnten, soll ich die jetzt einfach alle rausplattern, ohne da du weißt, worüber ich rede? Lass uns gehen. Nee, kannst du mir das beibringen? Nee, noch nicht. Jetzt habe ich gerade einen Wein. Ich glaube, die haben mir auch gesagt, hier, wo der André ist. Ich habe ihn vergessen. Bin so doof. Hier ist ja das Hafenviertel-Shit. Dönse. Der ist am Brahim, du siehst aus, du könntest auch ein Brahmin sein. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich hätte übrigens hier gar nicht dran vorbeirennen müssen. Da hinten habe ich auch gesehen in der letzten Folge, in irgendeiner Folge, da hatte ich, das ist doch alles nur geredet. Da ist noch so ein Seiteneingang, so ein Seitendurchlassgedönse. Er musste es ja besser wissen. Wo ich, hätte auch ans Hafen gehen können. Hör mal, wenn ich jetzt hier ein paar Fluchtwache an der Stadtwache. Ich will der Miliz beitreten. Kannst du mir helfen, wie ich mich hier zurechtfinde? Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist jetzt in der Unterstadt. Ja. Wo willst du hin? Ich such den André. Dann leck mich am Arsch. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Ja, immerhin sagt er nicht, du Arschloch, du Ficker, du Wichsgnom, was willst du hier überhaupt von mir? Was willst du da eigentlich anzusprechen? Aber ich kann dir trotzdem deine Informationen geben, die du willst. Aber ich beleidige dich trotzdem erstmal von oben nach unten durch. Es war genau so, wie du sagst. Siehste? Ist bei dem wohl auch so gewesen. So, also, Lobart. Erstmal gehe ich zum Vino und gebe dem seinen Vino. Und dann gehe ich zum Lobart und sag dem, was hier so eine Sache ist. Könnten sie eine Blutfliegen? Hier, der Pirat ist weg.
Ja, das kann ja noch einen Spaß geben. Das kann ja noch wirklich was geben. Naja. Ey, Vino! Ich hab was für dich! Bist du hier, das hier? Nee. Vino! Bist du da drüben am Feld oder was? Hier ist niemand. Ja, arbeitet denn hier überhaupt keiner? Was ist denn mit euch? Was ist das hier? Da unten ist wieder so ein Arschkäfer. Ja, der Vino, der war eigentlich da. Ist der da rechts vielleicht? Ich glaube, das war der. Der war das, ne? Ey, Vino! Hier hast du deinen Wein. Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast. Gekauft. Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Das will ich auch hoffen. Sonst werde ich dich nämlich vom Feld prügeln. Jetzt frage ich mal den Lobart, was der Vino so erzählt hat. Der Vino war nämlich schneller da und wieder zurück und hat erzählt, als ich jetzt dahin laufe. Ey, Lobart! Du Arschkopf! Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ich habe übrigens den Banditen besiegt. Von wegen, der Lobart wird sich freuen. Der lässt sich das ja noch nicht mal erzählen. Vielleicht der da hinten? Das ist der letzte, den ich frage und ansonsten ist mir der Scheiß dann jetzt egal. Einmal hier über den Zaun, bitte. Hey, du. Hey, du. Ah. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Ja. Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Gib her. Ich werde den anderen davon erzählen. Wein. Ich sag einfach gar nichts dazu. Ja, aber Vino, wo habe ich den Wein her? Hm? Gott, ey. So. Jetzt muss ich aber eine andere finden. Ich speichere aber jetzt. Immer schön speichern, falls Scheiße abläuft. Es kann übrigens sein. Ich weiß nicht warum, aber in den ganzen Gothic, das habe ich auch in der ersten Folge, oder erste? Die musste ich nochmal neu rendern. Dabei habe ich vergessen, einen Text einzubauen, wo drin steht, dass ich die Sequenz, dass sie nicht aufgenommen hat. Also irgendeine Sequenz hat er nicht aufgenommen. Das tut mir leid. Auch erst, dass ich mich so spät dazu äußere. Kann sein, dass ihr, das kennt ihr ja noch vom ersten Gothic, wenn ihr das geguckt habt, dass, wer bist du? Ach, du bist, nee, du bist bestimmt der André. Dass die Sequenzen nicht aufgenommen werden. Ich kann da leider nichts zu. Ich weiß nicht. Manchmal ist es so, dass die aufgenommen werden, manchmal nicht. Das ist vom Zufall abhängig. Und ich muss dann auch den Text nicht einbauen. Also nicht wundern. Vielleicht finde ich manche bei YouTube. Die lade ich dann runter und baue die ein. Ich meine, die sind ja eigentlich dann hier im Spiel gelaufen. Ist ja dann egal. Hier legt's aber! Das ist dann egal, wenn ich irgendwo herziehe, aber ja. Also nicht wundern, war. Ich brauche einen André. Ich brauche ganz dringend einen André. Ist der Fall? Da oben, da könnte der. Da könnte der sein. Oder weiter. Eine. Das ist die Stadtwache. Dann war Stadtwache. Darf ich hier rein? Ich gehe einfach mal. André! André, bist das du? Der Wulfgar. Ich brauche einen André. Da! Enno sei mit dir, Fremder. Danke. Was führt dich zu mir? Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Wenn ich jetzt sage, das muss ich dem Lord Hagen selbst sagen, lässt er mich sowieso nicht rein. Ich mache einfach. Es geht um ein heiliges Artefakt, das Auge Innos. Das Auge Innos? Mhm. Ich habe nie davon gehört. Aber das muss nichts heißen. Wenn es wirklich ein Artefakt gibt, das diesen Namen trägt, wissen sowieso nur die höchsten Mitglieder unseres Ordens etwas darüber. Eben darum muss ich ja mit Lord Hagen selbst reden. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Herr im Himmel,
Lass hier regnen. Ich weiß, er empfängt ja auch keine Post. Das sind auch keine Paladin-Untergebenen. Oh mein Gott. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Gut. Ich kann jeden tauglichen Mann hier gut gebrauchen. Egal, aus welchen Gründen er uns beitritt. Egal. Wenn du dich in den Dienst der Paladine stellst, werde ich dir zu einer Audienz bei Lord Hagen verhelfen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Mhm. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Jetzt kann ich wieder eine Option wählen, wenn ich hier am Trinken bin. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha. Es ist dir wirklich ernst, oder? Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Hm. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Hm. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke. Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst, egal ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Ich bin also ein Geheimagent, der herausfinden muss, ich bin beim Verfassungsschutz hier, vom Korinther Verfassungsschutz, beim Korinther Verfassungsschutz, Korinthen-KKG, und ich muss jetzt Diebe finden. Aber erstmal frage ich weitere Sachen. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich selber dorthin gehen. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Dann zieh sie aus. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Wenn die Leute dort mitbekommen, dass du für die Paladine arbeitest, erfährst du nichts. Oh, mir ist die Rüstung angewachsen. Ich kann mich nicht als normaler Mensch anziehen. Ich bin zu hochnäsig. Ich bin feiner Pinkel. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin aber kein Bürger, deswegen muss ich mir eigentlich Sorgen machen. Was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Mm. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Ah. Warte, wartet mich bei der Miliz wegen der vermissten Leute. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Habe ich schon einen gefunden? Nee, oder? Nee. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Sarah verkauft Waffen an Ona. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Hast du dafür Beweise? Sie hat einen Brief über Waffenlieferungen an ihn in der Tasche. Damit wird sie nicht durchkommen. Ich werde sie verhaften lassen. Geil! Mein erstes Geld! Und was ich haben wir hier das noch? Das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ah, okay. Dann haben wir hier die Miliz. Will ich wissen, was ich. Was erwartet mich bei der Miliz? Was sind eher so. Bonusinfos, glaube ich. Oder? Was erwartet mich bei der Miliz? Ja, kein Dank. Um das gleich klarzustellen. Soldat der Miliz zu sein, bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Wenn du einmal dabei bist, wartet ein Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden.
Oh, so wie du da warst. Oh. Wegen der Diebesgilde. Ja. Ich bin an der Sache dran. Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Mach ich. Wollte aber eigentlich gar nicht sagen. Ich habe mich versprochen. Wegen der vermissten Leute. Hör bloß auf mit der Geschichte. Oh nein. Ich habe andere Sorgen. Na gut. Aber das ist auch gut, dass jetzt hier mal die Gesprächsoptionen alle verschwinden. Na gut. Wulfgar, mit dem spreche ich noch nicht. Jetzt gucke ich erstmal, was ich für Tagebucheinträge habe. Aufnahme bei der Miliz. Wenn ich einen Handlanger der Diebesgilde erwische, liefere ich am besten an oder andere aus, um die Diebesgilde zu Schrecken zu bringen. Muss ich ihn verstecken müssen. Also, die Diebesgilde finden. Martin, der Proviantmeister, der mit seinen Toffifeder immer am Hafen ist, dort, wo die Paladin ihr Proviantlager haben. Gut, da gehe ich mal hin. Das mache ich jetzt einfach mal, bevor ich weiter hier gucke. Befehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, was? Werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Ja, bin ja dabei. Ich bin ja dabei, Leute. Ihr werdet bald Zuwachs kriegen, und zwar höchst kompetenten. Was bist du? Der Pablo Escobar ist das gewesen. So, ihr macht das jetzt wahrscheinlich gleich wieder. Ich würde halt gerne, weißt du, wir haben jetzt halt nur so den Weg zur Stadt von Corinnes gesehen und Corinnes so ein bisschen. Auch noch nicht alles, glaube ich. Aber ich will ja echt mal raus und mal in die Welt. Ich bin in der Welt. Und ich vermute mal, das Proviantlager ist da oben, oder? Oder da? Oben könnte da auch sein. Ich gucke aber erstmal hier. Hältst du? Ach, du bist hier der Puffmeister. Da! Das ist das Proviantlager. Hör mal, ich muss mal hier mit einem Wort euch schwätzen. Ritter nett? Nee? Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ritter? Auch nett? Auch nett? Von mir hat er das nicht. Ritter, ja, auch nett, auch nett. Der da vielleicht. Das ist Stadtwache. Der Martin. Ja. Du hast hier oben nichts zu suchen. Ja, aber ich wollte zu dir. Wir haben nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Ja, ich... Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Halt gut geschützt vor Regen. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Sei doch nicht gleich so Proviantmeister. Ich hätte gern Toffifee. Laris schickt mich. Er sagt, du könntest mir helfen. So? Hat er das? Mhm. Dann schieß mal los. Was willst du denn von mir? Ich will mich der Miliz anschließen. Das hast du dir wohl so gedacht, was? So lumpige Kerle wie dich nehmen wir aber nicht einfach so ohne Grund. Da müsstest du schon... Erspar mir das Gefasel. Sag mir, was ich tun muss, damit du mich bei euch unterbringst. Okay. Dann spitz mal die Ohren. Ja. Die Arbeit des Proviantmeisters ist die Hölle, sag ich dir. Mhm. Das Verwalten der ganzen Kisten und Säcke hier auf dem Platz ist schon schlimm genug. Mhm. Doch jedes Mal, wenn ich abends in Kalifs Kneipe gehe, dann macht sich irgendjemand hier an den Kisten zu schaffen. Und wenn ich am nächsten Tag wieder hier bin, fehlt was. Die Paladine haben komischerweise nie was gesehen. Ich könnte noch bekloppt werden. Ich kann doch nicht die ganze Nacht hier rumstehen wie so ein Idiot. Du allerdings... Schon klar. Ich soll nachts hier Wache schieben, während du in der Kneipe rumhängst. Tu es oder lass es. Hör mal, mein Freund. Aber man hätte ja trotzdem mal auf die Idee kommen können, nicht nach Feierabend direkt, wenn es doch schon um so eine Scheiße hier geht. Dann geht man doch nicht in die Kneipe und besäuft sich, während hier die Leute jeden Abend regulär, ohne dass jemand guckt, hier Proviant klauen können, wa? Anstatt halt einfach mal eine Nacht nichts zu saufen. Und mich irgendein Lump nennen. Mhm. So sind Leute drauf. Ja, dann hier mache ich heute Nacht. Ich werde heute Nacht auf deine Proviantkisten aufpassen. Schön. Gut, dann komm heute Nacht nochmal wieder und pass auf die Klamotten hier auf. Ich bin in der Zeit dann in Kalifs Kneipe. Mhm. Und wann ist Nacht?
Ja, es wird jetzt dunkel, aber ich weiß nicht, wann dann eine Nacht ist. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich kann ja mal schlafen. Bis abends. Ich gehe dafür in den Puff. Und speichere vorher. Falls Scheiße abläuft. Lal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 a. Und während wir hier spielen, also während ich. Das interessiert mich nicht. Ja, hast du dich bis peinlich berührt gewesen, wa? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Während wir hier spielen, laden TTT-Folgen hoch. Die sind so riesig. Und die Videos im Moment sind so groß. Auch die Gothic-Videos. Da muss ich echt mal genauer gucken, wie ich das noch hinkriege, weil ich hatte ja einen Tag einen Laptop neu gemacht. Da ist immer noch irgendwie so nachwehend, nachgeburt. Bis zum Abendschlafen. Ausgeschlafen bis ausgeruht. Und jetzt gehe ich zum Martin und sag dem, dass ich jetzt die Nachtwache schiebe. Ich glaube da nicht dran. Kannst du ruhig. Ich mach das. Ja, kein Problem. Oder muss ich dem das gar nicht sagen? Gucken. So, ihr Ritterlein. Martin. Seine Taten waren gerecht. Ah, der Schlaf, der bringt Gesundheit. So, Martin. Kannst in die Kneipe gehen. Alle Kisten noch da. Alle Kisten noch da? Mach dich ruhig über mich lustig. Steh du mal den ganzen Tag auf der Pier und versuche das ganze Chaos zu überblicken. Die Paladiner haben ein Gerümpel angeschleppt. Das ist nicht mehr feierlich. Andererseits, wenn hier jeden Tag Chaos ist, dann machst du halt auch deine Arbeit nicht.